So, liebe Leute, da sind wir auch wieder zurück und wir müssen das Desaster hier wieder bereinigen. Wir mussten die Lok leider umsetzen, weil wir können den Tender nicht drehen. Und der Chris ist jetzt gerade dabei, hier den Tender wieder anzukuppeln. Du musst schauen, dass die Kupplungselemente nur auf einer Seite sind. Also sprich ja. Hier. So. Ja. Also hast du jetzt da... Okay, nee, dann kuppel mit der Lok mal an. Ich schaue auf den Tender, ich helfe dir da. Ja. So, warte mal. Steuerung, jetzt erstmal zurück. So, ganz sachte Gas. Na, zu sachte. Na, shit. So. Glaub an dich, du schaffst es. Ich glaube, du bist leicht entgleist hier. Aber vielleicht fängt sich das wieder. Ganz dezent entgleist. Stopp. Ah, das stimmt doch nicht. Okay, ein Stück nach vorne wieder. Na komm. Das ist ein halber Meter ungefähr. Ah. Bisschen noch, komm. Na, komm. Bist ja abschüssig. Hallo? Warum bewegst du dich jetzt nicht? Doch, jetzt. Was? Nee, nach vorne. Ich hänge dran. Ich hänge dran. Ja dann, gib mal Gas. Seht nichts, ne? So. Warte. So. Nee, hängst nicht dran. Anhalten. Dachte es mir. Mensch, euer Scheißding. So, zurück. Anhalten. So. Mal hier mal die Bremse lösen. Jetzt soll das ja dranhängen. Ja, so. Ja, das sieht gut aus. Da kannst du vorne an den ankoppeln hier. Aber sachte. Die vordere Kupplung ist leider schwach und die reißt sehr gerne. Also da musst du erst recht vorsichtig fahren. Weiter noch, Meter. Stopp. Gut. Wieder zurück. So, warte. Ja, wobei, du kannst eigentlich mal so stehen bleiben. Hast du die Bremse gelöst an dem Wagen? Ja. Ah, nein, doch nicht. Okay. Kannst du wieder drücken. Zu mir hin. Weiter. Und stopp. Passt. Stehen bleiben. Ob der rollt von alleine? Ja. Dann rückwärts bitte. Wagenlänge.
Weiter? Moment. Ja, Moment. Wo ist denn? Da. Anhalten. Und kannst wieder zurücksetzen. Ist der Chaosfahrer. Nein. Hallo? Zu mir. Nicht rückwärts. Was hast du denn zurücksetzen? Ah, weil, bleib mal so stehen, weil da kann ich gerade den anderen Wagen da reinmachen. Ist jetzt gar nicht mal so doof. Okay, komm mal zu mir. Okay, warte, so. Na, komm. So schwergängig. Langsamer. Gut, weiter. Ey, sind an allen Wagen die Bremsen los? Ja. Weil... Weiter zu mir. Alter, sind nicht abschüssig, oder? Nicht zurück. Zu mir. Anhalten und zurücksetzen. Das hat er genommen. So, hast du? Oh. Ach, shit. Ja, tu mal zurücksetzen, bitte. Noch weiter? Ja, weiter, bitte. Er steckt gerade im Wagen fest. Anhalten. Okay, weiter zurücksetzen. Meter ungefähr. Gut, wieder zu mir. Zwei Meter ungefähr? Ja, wenn sich die Lok dann bewegt. Da ist noch eine angezogene Bremse. Ich schau gleich nochmal, aber ich glaube nicht. Also ich bin bei 35% und komme hier nicht hoch. Mehr Schmackes. Also für Schmackes braucht es gar nicht, das ist nur so eine leichte Steigung. So, stopp, anhalten. So, mal kurz Bremsen kontrollieren. Nichts angezogen. Kannst bei dir beim Tender auch mal schauen, ob der Tender angezogen ist. Nö, also hier ist nichts angezogen. Bis auf den Wagen, den ich gerade angekuppelt habe. So kann ich. Gut, so. So, dann haben wir jetzt hier den... Die Wagen noch sichern. Bremsen mal anlegen.
aufgleisen, das hier. Ah, kannst einen halben Meter vorziehen. Also hier in meine Richtung. Ja, zurückziehen. Stopp. Wo kann ich jetzt? Und zu mir bitte. Eine Sekunde, so. Gut, zurückziehen, eine Wagenlänge. Und dann der letzte Wagen. Also jetzt zu mir. Also nur das jetzt. Ja, ja, zu dir, zurück, rückwärts. Gut, gut. So. Komm. Stopp. Kommst wieder zu mir. Gut, weiter drücken. Den restlichen hier Position anhängen. Halbe Wagenlänge. 5, 3, 2, 1. Ist gut. Gut, dann werde ich die Bremsen gerade wieder lösen. Ich habe da welche ein paar angezogen. Okay, kannst du wieder losfahren. Ich bleibe auf dem hintersten Wagen drauf und ja, fahr langsam. So, also wieder normale Richtung fahren wir jetzt. Ja, also für dich eigentlich rückwärts. Ja. Ja, gut. Wie gesagt, fahr lieber langsam als so schnell. Bitte, dass uns wieder raushaut. So, ich fahr jetzt. Und schön sanfte Bremsen. Du machst immer so einen 10% Schritten. Bremse mal ein bisschen. Bist ein bisschen mach flott hier. Schon? Vor allem jetzt nach der Linkskurve wird es richtig steil. Da magst du gut bremsen. Ey. Warte mal, ist die. Doch, die liegt richtig gut. Ach, die Überbleibsel der alten Strecke. Genau, also nach der Kurve geht es richtig steil nach unten. Beginnt schon etwas. So. Also ein bisschen schneller kannst du. Ja. Sieht man auch, wo es ungefähr anfängt. Ich lasse jetzt erstmal nur rollen. Ach, das muss ich demnächst hier auch mal abbauen. Die alte Trasse da.
Aber ja, das ist Rail Wars Online. Junge, bremse mal. Mach ich gerade. Bisschen mehr. Bremsen. Ja, ich bin schon auf 50%. Ja, da kannst du gerne ein bisschen mehr bremsen. Das ist das steilste Stück jetzt da runter, bis zur Brücke, was dann kommt. So, 67. Ja, einfach so variieren, dass wir nicht stehen bleiben, aber auch nicht zu schnell werden. Wenn du auf der Brücke bist, auch nicht wirklich schnell werden. Nach der Brücke kommt eine S-Kurve. Und dann musst du ganz vorsichtig dann wieder ziehen. Ab der S-Kurve geht's wieder nach oben. Eieiei. Weil da reißt die Kupplung gerne bei der S-Kurve. Wer baut denn sowas? Das kann doch nur die Bravura Netz GmbH sein. Wow. Es ist schon richtig schön gebaut. Ist einfach nur steil. Ja. Ich glaube, hier in dem Abschnitt sind 6 Promille. Boah. Ja, könnte hinkommen. Ich glaube, das höchste der Gefühle sind 7 Promille auf zur Eisenmine rauf. Bei einer Stelle. Ja, jetzt kannst du eigentlich die Bremse mal gehen lassen. Kannst du eigentlich mal schieben lassen. Oh, die Brücke der Schande. Der erste Versuch. Brücke der Schande. Ja, das ist die Stahlbrücke da. Von deiner Sicht links. Meiner Sicht. Ich sehe nicht. Da beim Tal, da hat es die Brücke da. Gut, habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Okay. In Fahrtrichtung rechts wär's. Wenn man es jetzt so sieht. Oh, okay, jetzt kann ich doch ein bisschen Gas. Ja, da, ab da wo du jetzt bist, geht's nach oben. Aber nicht so schnell, werde wieder langsamer. Ich lasse gerade wieder nur rollen. Und wenn du Gas gibst, wirklich nur in kleinen Dosen, damit der Ruck nicht so heftig ist. Ja. Aber wir haben jetzt schon zweimal gesehen, das finden die Wagen nicht so geil. Nee. Mehr Gas. Da geht es jetzt kontinuierlich berg, also nach oben, bis zur Weiche. Wenn du dann oben bei der Weiche bist, geht es ab der Weiche wieder nach unten. Okay, alles gut, nichts entgleist. Da auf der Brücke sollte eigentlich nichts passieren, wenn du jetzt in der Geschwindigkeit bleibst. Irgendwann mache ich hier noch die Umfahrungsstrecke. Fuck.
Was ist los? Ja. Kein Kraftstoff mehr. Ich komme schon. Ich hoffe, ich kann da irgendwie zum Zender kommen. Scheiße, Feuer. 23, 22, 21. Ja, ich komme ja schon. Ich hoffe, ich kann jetzt da irgendwie in der Lok vorbei. Ansonsten muss ich bei der Weiche mal stehen bleiben. Ja, ich bin da. Sehr gut. Werd langsamer. Hast jetzt wieder Brennstoff? Jo, sehr gut. Also wie viel? Sekunde, 79 habe ich jetzt hier. Gut. Ja dann, bringen wir uns nach Hause. Ich gehe mal wieder ganz nach hinten. Ich glaube, die Strecke bist du jetzt noch nie gefahren, ne? Nee. Ich bin überhaupt eine Strecke hier schon mal groß gefahren, ich glaube nicht. Ja, ein bisschen. Aber jedenfalls das erste Mal zwei Entgleisungen. Ist ein guter Schnitt hier im Spiel. Also eine Fahrt hast du noch vor dir. Das ist dann den Kohlezug runterzubringen. Der ist schwer doch. Da werden wir uns aber eine andere Lok holen. Ja, jetzt kannst du ein bisschen Gas geben. Also dürft gerne mal dann in die Kommentare reinschreiben, wie sich Chris so geschlagen hat für sein erstes Mal hier auf der Strecke. Heute hat es mal gar nicht so schlecht gemacht. Machen wir so ein hoch, tief, hoch. Das klingt nice. Lokführer. Also die Weichen sollten so gestellt sein, dass du gerade ins Abstellgleis reinfährst. Ah, nee, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir müssen die Lok umsetzen. Zum Einparken. Ah, das Gleis ist besetzt. Dann werden wir beim. Nein, wir müssen es anders machen. Okay, fahr erstmal weiter. Bis du zum Prellbock kommst. Sprich, du fährst am Sägewerk vorbei, du bist auf dem Abstellgleis und dann bis zum Prellbock und dann brauchen wir eine andere Lok. Und dann müssen wir hier die Wagen wegziehen. Weil auf dem Umfahrungsgleis da links stehen leider Wagen drauf. Wenn du das machst, werde ich meine andere Lok bereit machen. Ich glaube, wir nehmen Tiger.
Den machen wir jetzt mal heiß. Macht er 40, da geht noch ein bisschen was. Das mit den Frames ist einfach echt nicht schön. Gut. Die Tiger heizt auf. Chris bringt den Zug nach Hause. Dann werden wir schon mal die Weichen stellen für die Tiger. Es ist in Ordnung. Ist auch okay, also die Tiger können hier mal rausfahren. Ah, shit. Bist du jetzt schon wieder entgleist? Nein, entgleist nicht, aber die Kupplung ist gerissen. Dann langsam bremsen. Ja. Ach, Chris. Was bist denn du für ein Lokführer? Lokführer in Deutschland. So, kannst du wieder. Ah, super. Bleib mal da und pass auf. Also bis zum Prellbock da hinten. Ja. Oh, langsam. Mach mal Piano, ne? Wenn du das auf dem Prellbock auffährst. Alter. Okay, gut. Dann brauchen wir jetzt eine andere Lok, um die ganzen Wagen wieder rauszuziehen, damit wir deine Lok befreien können und dann alles wieder parken können und den anderen Zug ist doch quasi retten können. Also liebe Leute, was für ein Abenteuer. Zwei Entgleisungen und wir müssen die Lok hier noch befreien und den anderen Zug noch retten. Aber das alles in der nächsten Episode. Es gibt erstmal eine kleine Musikpause. Dann geht's gleich wieder weiter. Bis gleich.